Hallo und herzlich willkommen zur kleinen Fazit-Talk-Runde mit dem Ost, dem Adi und mir. Und wir werden jetzt mal so kurz zusammenfassen, was uns an Wolfenstein The New Order so gefällt und wie wir das Spiel so finden. Und was uns so positiv und negativ aufgefallen ist und was ist eure Meinung. Mit dem Ost habe ich ja zu Beginn gespielt, ne, Ost? Ja. Ich habe ja quasi Zartig. Immer gespielt. Ja. So. Dann müsste ich ja eigentlich... Achso, ja. Legst du dir drauf, so. Genau. Mit dem Ost habe ich ja zuerst gespielt, ist das richtig? Ja, Sir. Wie bitte? Sir, ja, Sir. Lauter bitte! Mann! Sir, ja, Sir! So lob ich mir so. Das ist ein echter Soldat. Ist das richtig so? Weiß ich gar nicht. Sieht eher aus wie so ein Koch irgendwie, finde ich. Ja, eher echt wie ein Koch. Warte, muss das Oder ein so Künstler. Aussetzen. Das sieht echt eher aus wie so ein gescheiterter Künstler, auch mit den ganzen Farben im Gesicht. So. Ja, doch, schon. Os? Du müsst auch ein bisschen Französisch reden. Peut-être possible, non? Sehe ich Französisch aus? Ja, schon. Ja. Sehr individuell auf jeden Fall. Ja. Na gut. Okay. Ja, Os, jetzt erzähl mal, ne? Wie hat's dir gefallen, das ganze Spiel? Die ersten Runden? Ja, wir haben ja ein paar verschiedene Sachen reingeguckt. Was ich auf jeden Fall cool fand, ist, dass im Vergleich zu, keine Ahnung, Call of Duty oder so, es war interessanter, weil... Bei den Spielen, da weißt du halt irgendwie wieder, ja, es ist halt immer dasselbe. Und der Trailer war halt dann schon irgendwie cool bei Wolfenstein. Den Trailer fand ich richtig und geil. Auch dann den hat so, Adi ja nicht gesehen, ne? Leider nicht. Der war richtig cool, fand ich. Ja, aber dann, und dann das Spiel hat das, das war ja nicht wie bei einem Film, wo dann irgendwie nur das Beste im Trailer und dann kommt, enttäuscht das Spiel. Also auch die Easter Eggs und so, das war halt echt geil. Und ich fand es halt abwechslungsreich. Was dann halt schade ist, kann man nicht leugnen, dass es halt keinen Multiplayer irgendwie gibt. Aber die Entwickler haben ja gesagt, dass die einfach da keinen wollen, dass es halt ein pure Singleplayer-Spiel ist. Ist dann halt so. Kann man vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken, ich meine, was schadet's. Aber so im Großen und Ganzen, ich find's erfrischend. Ja, wir haben ja hauptsächlich auch so Parts von der Story gespielt, so teilweise uns rausgepickt. Da ist uns auch auf jeden Fall aufgefallen, das ist jetzt nicht so wie bei den Shootern, die man heutzutage kennt, wo man genau weiß, wo so komplett vorgegeben ist, jetzt passiert das und das und wir müssen jetzt genau da und da lang, sondern manchmal muss man sich so ein bisschen den Weg auf jeden Fall suchen. Wir hatten manchmal so ein paar Probleme herauszufinden, wo genau müssen wir jetzt so lang und so, das muss man halt sich so ein bisschen erarbeiten. Das ist halt ein bisschen anders als bei anderen Shootern. Ein bisschen Bimmelspiel noch ein bisschen. Da fühlt man bisschen, sich... Ein bisschen den Grips mal anstellen. Ja, dann Grips. Aber zur Not, Grips. Wenn man nachher überhaupt nicht mehr weiß, wo es hingeht, dann gab es ja diesen kleinen Anhaltspunkt. Mhm. Und da wird einem dann doch geholfen. Also ist jetzt nicht so, dass man dann komplett verzweifelt. Und was halt auch auf jeden Fall geil war und was mit zum Beispiel GTA auch mithalten kann, so die ganzen Zwischensequenzen, ja, die von der Synchronisation noch so, von der Qualität fand ich die echt gut. Also obwohl es im Deutschen waren auch Synchronsprecher, die man auch aus Filmen kennt und so, die haben sich da wirklich auch Mühe gegeben und das fand ich halt auch, das macht halt nochmal ganz anders mit der passenden Musik, ist man halt direkt im Krieg irgendwie da so mit drin. Was ja sehr wichtig ist. Mit der Kleidung dann sogar noch, dann bist du wirklich so... Die Kleidung ist natürlich auch immer im Paket mit dabei. Das komplette Paket plus Schminke hier, alles dabei. Hier mit Schwämmchen und so, da könnt ihr euch dann die Miezekatze, Bärtchen... Und auch diese geile, nennt man sowas, Feldflasche, und keine Ahnung. Und USB-Stick mit dem Tutorial von Izzy, wie man sich genau so schminkt. Genau. Was mir auf jeden Fall positiv aufgefallen ist, so Adi und ich haben ja danach noch Challenges gespielt quasi. Ja. Wo wir und was für Challenges. Und was für Challenges. Ja, wir sind mal sneaky mit dem Messer, haben wir versucht, die Leute... Mal sneaky, mal alles niedergemetzelt. Mal ganz schnell, war mal alles langsam. Dabei. War alles dabei. Komplett dabei, was ich auf jeden Fall geil finde. Die Waffen sind halt, finde ich, sehr abwechslungsreich und vor allen Dingen manchmal so richtig krass overdosed, so wenn man dann noch zwei Waffen so in beide Hände nehmen kann, also in jeweils in einer Hand so eine Waffe und dann kann man mit R1 und L1 oder R2 oder L1, ja genau, kann man ja noch dann jeweils die beiden Waffen schießen und so, das finde ich auf jeden Fall krass und das sind dann... Ich finde die Waffen an sich auch ziemlich nice, wenn und, man da so findet. Ja, so individuell, die eine, die man dann auflädt noch mit dem... Strom oder was das auch immer ist, was man Tesla, ne? Tesla-Gedönse so, die dann auf jeden Fall auch auf mehrere Leute zielt und die dann auch manchmal so drei Schüsse abschießt und so. Oder von diesen dicken Robotern, da holt man sich ja manchmal diese monströsen Waffen so, die dann auch noch irgendwie Plasma da mit drin haben und was weiß ich nicht was. Die haben alles drin. Das finde ich halt auf jeden Fall cool.
Und auch so kleine Merkmale halt, dass wenn man irgendwo hochklettert, dass er diese monströse Waffe dann halt nicht mehr mittragen kann, weil es halt so ein Monster ist. Oder dass du, wenn du mit einer schweren Waffe, diese dicke Waffe halt hast, wenn du dann runterspringst, dann hast du mehr Schaden. Mehr Schaden, weil du dann so fett bist und so schwer. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist uns in den Challenges aufgefallen. Ja, oder was, das fand ich auch viel besser als bei Call of Duty oder sowas. Da wirst du verletzt und dann ist halt ein bisschen rot außenrum und dann ist alles wieder super. Mach ein paar Schritten, aber da musst du ja dann halt wieder Medipacks einsammeln und so. Ja, was krass war, da liegt halt richtig viel Zeug rum, ne? Ja, das ist ja halt abhängig von der Schwierigkeitsstufe. So. Also ja, okay. Du hast ja auf dem Baby Ja, wir haben es aber auch noch extrem, Ali und ich haben es aber auch extrem gespielt. Und da war eigentlich echt noch viel Zeug, was da so rumliegt. Also man kann auf jeden Fall einiges finden. Ne? Ja, dann hat das Spiel auf jeden Fall noch so einen kleinen MMO-Charakter mit dem Skillen. So je nachdem, wie man Leute killt, bekommt man noch Enigma-Codes zum Beispiel. Aber auch, dass man... Wie war das nochmal? Man kann bestimmte Sachen freischalten oder verbessern, ja, wenn man halt zum Beispiel... Sachen liegen rum, aber ja, durch das Verbessern zum Beispiel, wenn man bei den Kommandanten, wenn man eben den Kommandanten des Bereichs irgendwie mit dem Messer heimlich umbringt, dann zeigt das auf der Karte die Geheimnisse an oder so. Oder wenn man irgendwie genug mit dem Messer umbringt, dass man mehr Messer tragen kann zum Werfen und so weiter. Das fand ich sehr cool. Und da gibt es auch sehr viel verschiedene Messer. Vor allen Dingen auch diese kleinen Minigames. Was ich nämlich richtig cool gelöst finde, ist das Türen knacken. Normalerweise ist das ja so, dass es richtig einfach immer ist. Aber da braucht man so, hat der Adi auch gemerkt. Da haben wir richtig gestruggelt an den Türen. Da braucht man richtig Fingerspitzengefühl mit diesen zwei Controllern und diesen zwei Ringen und so. Das finde ich zum Beispiel richtig cool gemacht. Das ist mal was richtig anderes. Sonst ist Türen knacken immer richtig easy, weil diese ganzen anderen Games. Und vor allen Dingen, wenn man in so einer Situation ist, wie wir waren, Adi und ich, als da mussten wir schnell in eine Tür rein oder Adi musste schnell in eine Tür rein und dann wurden wir von der Drohne quasi verfolgt, die uns beschossen hat und Adi wollte unbedingt in die Tür rein und wenn man in so einer Situation unter Druck ist, dann schnell ganz genau da das Schloss knacken und so, das ist auf jeden Fall da eine Herausforderung. Ich habe gerade herausgefunden, dass es total nützlich ist, dieses Ding, ne? Das ist ja eigentlich die Verpackung und wenn man die so macht, dann kann man das übers Feuer halten und sich eine Suppe machen. Echt krass. Kann man auch mal klatschen. Du kriegst den Win der Woche. Ja, lieber Izzy. Ja, was ich auch noch sehr nice fand, die Level an sich waren auch sehr abwechslungsreich, was ich bei euch gesehen habe zum Beispiel. Ihr wart so zum Beispiel auf dem Mond am Hustlen. So sieht das aus. Unter Wasser. Ihr wart, wo gibt's das schon auf dem Mond? Ihr wart fly wie ein gottverdammtes Taubentier. Fly wie ein Albatros. Ja, und wir zum Beispiel waren auch im U-Boot. Ja. Das war sehr nice. Urs und ich waren auch im U-Boot, wir sind U-Boot gefahren. Ja, ja. Wir haben ja mehr am U-Boot gekämpft. Ja, wir waren im U-Boot am Fighten und ihr wart mit dem U-Boot am Fighten. Ja, wir waren mit dem U-Boot am Grinden. Eigentlich nur am Schwimmen. Ja, stimmt. Egal, so genau muss man es nicht nehmen. Auf dem Mond war es echt geil. Ich muss jetzt ja gar nicht mehr in echt auf dem Mond. Habt ihr auch einen Moonwalk gemacht? Nee, wir konnten halt, wir sind nur so gehüpft. So. Ah. Ja. Ja, vor allen Dingen bin ich Schluchten runtergeschwommen. Eigentlich wurden wir verarscht, es war einfach nur, da wurde es einfach nur in Zeitlupe abgespielt. Das man stimmt. Ist gar nicht so hier gesprungen. Aber mir ist auf jeden Fall schon beim Spielen ein bisschen schlecht geworden. Echt? Ja. Boah, stell dir mal vor, ich weiß, das noch mit Oculus Rift. Habe hier. Stell dir mal vor, das mit Oculus Rift. Oh, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja gut, ich würde sagen, das war unser Fazit. Ja! Das war unser Fazit zu Wolfenstein The New Order. Auf jeden Fall ein cooles Spiel. Geil. Ist der Link dazu unten in der Beschreibung? Natürlich ist er da. Selbstverständlich. Wo sollte er denn sonst sein, Izzy? Vielleicht in den Kommentaren. Aber da kann man keine Quatsch. Links posten. Doch. Ah, es gibt ja natürlich noch, ganz wichtig, wir haben doch noch Stuff zum Verlosen. Wir haben noch Stuff. Und Stuff seht ihr jetzt. Oh, das war nichts. Oh, wow, was haben wir denn hier? Und wirf. Sehr, sehr geil. Go, alles erfüllt. Oh, da kommt alles. Oh, ja. Das ist ja wie bei... Ein Plakat hier. Oh, das sehen wir ja schon im Hintergrund. Oh. Ah, sehr geile Sachen. Das rolle ich mal wieder zusammen. Das ist Raider? Nee. Oh, ja, das sieht echt cool aus. Postkarten mit... Postkarten. Regime-Menschen. Die einzigartige Sammlung mit den größten Gassenhauern Extrait de la Bande Original Neumond Record Company. Oh, Shirts haben wir auch noch. Shirts, Musik, alles. In der Größe M.
Hier für eure. Oh, oh. Hier ein Album mit Hans, mein kleiner. Ach, das VW. Ist echt. Ach ja, die Musik ist dabei. Oder ne? die Käfer. Die Käfer anstatt die Beatles. Victor und die Vokalisten. Boah, was ist denn noch mehr? Geil. Krass, T-Shirts in allen Farben und Formen. Junge, wie viele noch? Oh. Taschen sind auch mit dabei. Boah, die ist aber echt cool. Das komplette Paket hier, da könnt ihr so aus dem Haus gehen, ja. Farblich komplett abgestimmt. Hier für eure Schlüssel noch so diese Schlüsselanhänger. Sehr gut. Und wie ihr das ganze Zeug hier gewinnen könnt, erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite, die jetzt hier auch nochmal eingeblendet ist. Da kriegt ihr mehr Informationen. Checkt das auf jeden Fall. Das war's mit uns. Tolle Sachen mit dabei. Top-Spiel, Top-Leute. Danke dir, Ali, dass du mit dabei warst. Abis Kanal nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Oh ja, und ihr könnt auch schon hier klicken. Hier hab ich hab das jetzt gerade so durch so machen eingeblendet. Wie geil ist das denn? Ja, echt? Hey, seht ihr das gerade nicht? Doch, ja, ist doch. Da ist es doch. Boah, das ist krass. Boah. Adi, wie kommst du denn da hin? Du bist doch hier. Boah. Ich bin überall. Hey, yo. Hey, yo. Respekt. Sehr geil. Okay. Und wir gehen jetzt einfach, und du bleibst hier stehen, also dein Kanal. Ja, ja, wir gehen ja jetzt quasi einfach raus, ganz cool, und dann okay, bleibst du noch da stehen, okay? Ja. Das ist okay, eine gute Idee. Dann tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao.